Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Im letzten Video hatte ich es ja schon angekündigt und tada, hier ist es. Es gibt heute für euch eine Tour, die schon einige Tage her ist, aber sie war doch recht interessant und es ist eine ziemlich große und geschichtsträchtige Location, in der wir hier zu Gast waren. Aber worum es sich hier genau handelt, was hier gemacht wurde, das erfahrt ihr von mir alles gleich. Und ich würde sagen, wenn ihr Bock habt auf verlassene Orte hier im Osten Deutschlands, dann bleibt am besten eingeschaltet, gebt uns einen Daumen nach oben und wenn ihr Lust habt, abonniert unseren Kanal. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit diesem Video. Wir sind Urbex.LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch ein verlassenes Reichsbahn-Ausbesserungswerk. Unglaublich waren die Dimensionen dieser über 100 Jahre alten Anlage. Leider konnten wir nicht alles filmen, damals waren wir noch unterwegs mit einer GoPro Hero 3, die an diesem Tag halt eben nicht allzu lang wollte. Aus diesem Grund gibt es auch im Nachhinein heute mal ein paar mehr Bilder, denn wir haben hier einige schießen dürfen. Aber nun zurück zur Location. Die hier gezeigten Aufnahmen entstanden bereits im Mai 2016 und es war verblüffend, wie viel aus diesen Betriebszeiten noch vorhanden war. Man konnte sich also ein gutes Bild machen, wie es hier wohl gewesen sein muss. Doch was hat man denn hier eigentlich gemacht? Und da würde ich sagen, lasst uns einfach mal beim Urschleim beginnen. Das Werk entstand im Auftrag der königlich-preußischen Staatseisenbahn. Wir befinden uns also in einer Epoche, in der der Lokomotivbau seine Hochzeiten erreichte. Kein Wunder also, dass es unzählige Bahnbetriebswerke gibt, wovon einige utopische Dimensionen erreichten. Gut zwei Jahre vor dem Titanic-Unglück ging 1910 dieses 30.000 Quadratmeter große Areal in Betrieb und beschäftigte einige hunderte Mitarbeiter, zu DDR-Zeiten sogar knapp 2000. Gearbeitet wurde auch hier in drei Schichten und das kennt man auch so von den wirklich großen Bahnbetriebswerken. Die meisten Bahnbetriebswerke nahmen kleinere und mittelgroße Instandsetzungen an Lokomotiven vor, so großdimensionierte Anlagen wie diese hier waren allerdings meistens spezialisiert. Zwar war das Kerngeschäft immer noch das Instandsetzen und Reparieren von Rangierlokomotiven und Leichttriebwagen, allerdings entstanden hier später auch andere Sachen. Zu DDR-Zeiten beschäftigte man sich vor allem ab den 60er Jahren mit Rangierloks und vor allem mit den neuen dieselgetriebenen Niederflur- bzw. Kleinlokomotiven der Baureihe 100. Weitere Baureihen sollten in den folgenden Jahren folgen, aber neben diesen typischen Aufgaben, die in so einem RAW halt eben durchgeführt wurden, entstand 1975 für das Leipziger Rosental ein etwa 20 Meter hoher stählerner Aussichtsturm. Ein Einzelstück, welches ihr noch heute erklimmen dürft. Mit den letzten Jahren der DDR wurde im Werk 1988 die Endmontage der legendären Saxonia zum 150-jährigen Jubiläum vorgenommen. Für all diejenigen unter euch, die mit Eisenbahn nicht so viel am Hut haben, es handelt sich um einen originalgetreuen Nachbau der ersten in Deutschland gebauten Dampflok, die 1838 in einem Dresdner Vorort gebaut wurde und nach nur 8000 Kilometer Laufleistung erst als Reservelok und schon 1849 wieder verschrottet wurde. Nach der Wende 1990 übernahm die Deutsche Bahn als Fusion mit der Deutschen Reichsbahn als Deutsche Bundesbahn das Werk und fuhr die Leistung und Mitarbeiterzahl stetig zurück. Offiziell wurde das RAW am 30. Juni 1996 geschlossen und verfällt seitdem ungenutzt.
Zwar handelt es sich wie häufig auch hier um ein Industriedenkmal, allerdings fehlen die Nutzungskonzepte, wobei gerade die vielen großen Hallen als Messestandort und als Ausstellungsfläche zentral gelegen mit super Anbindung und sogar Platz für Parkhäuser meiner Meinung nach perfekt wäre. Aber es tut sich nur wenig, was diese Richtung angeht. Stattdessen reißt man ringsum alles Stück für Stück weg, was man abreißen darf. Außerdem saniert und erweitert die Deutsche Bundesbahn ihre Gleisanlagen als wichtigen Knotenpunkt. Der Rest bleibt dann eben auf der Strecke. Während unserer Tour fanden wir viele sehr alte und ziemlich große Maschinen, wovon so einige noch funktionieren sollten. In manchen Hallen wirkte es wie Feierabend und Dornröschenschlaf. Vieles zeugte noch aus den Tagen, wo man hier Motoren zusammenbaute und Lokomotiven entmontierte. Aber was sagt ihr zu dieser Location? Was würdet ihr aus dem Werk machen? Welche Konzepte würdet ihr realisieren? Schreibt es doch am besten in die Kommentare. Ich verabschiede mich nun mit einigen vielen Bildern wie angekündigt. Hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Und wenn ihr Bock habt auf verlassene Orte hier im Osten Deutschlands, dann abonniert unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Bis dahin, macht's gut und ciao.